Yo, was geht ab, Leute? In diesem Video zeige ich euch nochmal eine zweite Variante von dem Casino-Auszahlungsglitch, wie ihr noch schneller Kopien machen könnt. Ich wünsche euch viel Spaß. Let's go! Alles, was ihr für diesen Glitch braucht, ist eine 10er Garage. Ja, es dürfen keine Basis, nicht Nachtclub, nicht Arena, nicht CEO Tower oder was auch immer sein, sondern ganz normale Apartments, 10er Garagen braucht ihr. Dann braucht ihr in diesen 10er Garagen, in denen ihr glitchen wollt, braucht ihr so viele kostenlose LEGs RH8, wie ihr überschreiben möchtet, oder Straßenfahrzeuge oder dreckige Kopien könnt ihr überschreiben. Dann braucht ihr ein Fahrzeug, was ihr natürlich duplizieren wollt. Es gehen nur Fahrzeuge vom Arena-Update, die bewaffnet sind. Also es gehen nur bewaffnete Fahrzeuge. Also ihr könnt auch das Deathbike zum Beispiel duplizieren. Das bringt noch 1,4 Millionen und der Izzy voll aufgerüstet bringt 1,8 Millionen. Dann braucht ihr dazu die Casino-Auszahlung-Mission. Ja, wenn ihr die nicht habt, dann müsst ihr sie freispielen im Casino und die braucht ihr auf jeden Fall. Ohne die klappt das nicht. Da geht ihr hier auf von Rockstar erstellt, geht auf Mission und geht dann auf die Casino-Mission und diese müsst ihr dann mit einem Freund, hier haben wir sie, Casino-Auszahlung, die müsst ihr dann mit einem Freund oder mit drei Freunden starten. Okay, ihr braucht mindestens einen Freund, geht bis zu 4 Spieler und jeder von den Spielern, die mitmachen, kann in seiner 10er Garage glitchen. Ihr braucht ein iFruit-Kennzeichen. Ohne iFruit-Kennzeichen macht ihr euch nur dreckige Kopien. Also ihr braucht ein iFruit-Kennzeichen. Und das sind die Needs, die ihr braucht. Am besten ist, ihr kauft euch noch Haftbomben, dass ihr genug Haftbomben habt, damit ihr die schnellere Version machen könnt. Ich habe den Glitch ja schon mal hochgeladen mit einer anderen Version, wo man eine Minute gebraucht hat. Aber diese Version hier geht noch etwas schneller. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit diesem Video. Seid ihr in einer Einladungssitzung, geht ihr einmal auf Option, geht auf Online, geht auf die Jobs und startet nun den Job Casino-Auszahlung, so wie am Anfang erwähnt. Den müsst ihr freigespielt haben, der funktioniert zumindest zu zweit muss man sein, bis 4 Spieler und jeder von diesen Spielern kann glitchen. Seid ihr in den Job drinne? Dann schickt ihr den Kollegen, die mitmachen, eine Einladung in den Job und dann startet ihr diesen ganz normal. Ihr werdet dann am Casino starten und müsst dann dort in die Limousine einsteigen. Ich mache hier mal einen Zeitraffer derweil rein. So, startet die Mission, steigt ihr beide hier in die Limousine ein und jetzt müsst ihr einmal zu dem gelben Punkt fahren. Und da werde ich jetzt auch mal wieder einen Cut reinmachen, bis wir an diesem gelben Punkt sind. Kommt ihr an dem gelben Punkt an, dann müsst ihr einfach nur den gelben Punkt einsammeln. Ja, und dann könnt ihr jetzt zu eurer 10er Garage fahren. Ihr müsst euch merken, wo diese ist, denn die wird euch auf der Karte nicht angezeigt. Euch werden zwar Gegner angezeigt, aber die sind völligst egal. Und ihr müsst jetzt einfach nur zu der Garage, wo ihr glitchen wollt. Okay, da fahren wir jetzt einmal hin. An eurer Garage angekommen mit der Limousine, könnt ihr hier jetzt einmal aussteigen. Der Kollege kann jetzt auch mit der Limousine entweder zu seiner Garage fahren und diesen Glitch durchführen zur selben Zeit und die zwei weiteren Kollegen, wenn ihr es zu viert macht, auch. Und jetzt seht ihr, wie das Ganze funktioniert. Ihr geht einmal in eure 10er Garage rein. Wenn der Kollege natürlich nicht glitcht, dann er muss
im Job bleiben, damit der Job nicht abgebrochen wird, okay? Er darf den Job nicht verlassen, falls er nicht glitchen sollte. Muss er jetzt halt chillen, irgendwas machen, keine Ahnung. Ihr geht einfach in eure Garage rein, holt dort nun einmal einen Elegy raus, fahrt mit diesem raus. Wenn euer Izzy nicht in der Garage ist, dann wird er jetzt in der Garage sein, wenn ihr mit dem Elegy rausgefahren seid. Dann fahrt ihr mit dem Elegy einfach etwas weg, nehmt einmal eine Haftbombe, platziert sie an dem Auto, entfernt euch, damit ihr nicht drauf geht. Lasst das Teil explodieren, geht in die Garage so schnell wie möglich, damit ihr keine Polizeisterne bekommt. Und nun holt ihr euch den Izzy aus der Garage, den ihr zum Duplizieren benutzt. Oder das Fahrzeug, was Waffen hat. Ja? Das Fahrzeug muss Waffen haben. Da steigt ihr jetzt einmal ein, fahrt einmal raus. Nun öffnet ihr einfach das Handy und ruft bei Morse Mutual an und bestellt euch euer Fahrzeug, was ihr eben in die Luft gejagt habt. So, das bestellen wir uns einmal wieder in die Garage. Nun können wir wieder reinfahren. Und schon habt ihr die erste Kopie gemacht. Ihr habt gesehen, hier stand vorher der Elegy und da drüben mit dem Izzy sind wir rausgefahren. Und jetzt habt ihr schon die erste Kopie fertig. Wenn ihr jetzt weiter glitchen wollt, dann steigt ihr einfach in den nächsten Elegy, fahrt damit einmal raus. Normalerweise habt ihr jetzt die Abklingzeit, wo ihr das Auto bestellt in der anderen Variante. Fahrt damit wieder ein Stückchen weg, packt wieder eine Haftbombe drauf, geht wieder ein Stück weg, lasst das Ding in die Luft fliegen, geht wieder in die Garage, holt euch wieder den Izzy raus, ruft wieder bei Morse Mutual an, bei der Versicherung, bestellt euch das defekte Auto, was ihr in die Luft gejagt habt, einmal wieder raus. Ich zeige euch das hier jetzt auch nochmal mit dem Deathbike, damit ihr seht, dass das auch damit funktioniert. Einmal damit rausfahren. Normalerweise haben wir jetzt die Abklingzeit, wo wir ein Auto bestellen können, also dieses persönliche Fahrzeug anfordern aus der anderen Variante. Aber wir rufen einfach Morse Mutual an, denn das geht viel schneller. Bestellen uns das Fahrzeug. So, bestellt, fahren einfach wieder rein, zack, und jetzt haben wir das Deathbike dupliziert. Das ist auch 1,4 Millionen voll aufgerüstet wert. So, ihr seht, jetzt stehen hier zwei Deathbikes und jetzt könnt ihr genau so weitermachen. Ja, es geht viel schneller als diese eine Minute ein Autoduplizier-Glitch. Jetzt braucht man so, keine Ahnung, 30 Sekunden ungefähr für ein Duplikat. Ihr setzt euch wieder in den Elegy, fahrt raus, macht den kaputt, kommt wieder rein, steigt in den Izzy oder in das Fahrzeug, was ihr zum Duplizieren benutzt. Ruft bei Morse Mutual an, bestellt das Fahrzeug, was ihr in die Luft fliegen lassen habt und fahrt wieder in die Garage und schon ist das Duplikat fertig. Und das war's auch schon mit diesem Glitch. Wenn ihr fertig seid, dann könnt ihr jetzt einfach den Job verlassen und die Dinger sind gespeichert und ihr könnt sie dann verkaufen gehen. Denkt dran an die Verkaufsregeln, die es gibt. 2 Autos pro Stunde, maximal 8 Stück innerhalb von 30 Stunden und dann seid ihr safe. Ich bin hier mit raus. Vielen Dank an Robert Star. Geht auf seinen Kanal, lasst da mal ein Abo da. Ich bin jetzt raus. Peace out, euer Phantom.